Das will ich jetzt mal diskutieren mit meinen beiden heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Ansgar Heveling. Er ist der Berichterstatter für die Union aus dem Rechtsausschuss und Konstantin von Nutz, der netzpolitische Sprecher der Grünen. Herr Heveling, ich habe es gerade gesagt, an dieser entscheidenden Stelle jetzt am Mittwoch noch einmal eine Veränderung, die sogenannten Snippets, also doch wieder frei. Das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell von Google. Damit treffen Sie also genau den, der ja ursprünglich eventuell mal getroffen werden sollte, weil er ja viel Geld verdient mit diesen Presseerzeugnissen. Den treffen Sie gar nicht mehr. Das sehen wir allerdings anders. Es sind nicht Snippets freigestellt, sondern es sind kleinste Teile des Presseerzeugnisses freigestellt. Snippets sind nicht definiert. Wenn man sich das anschaut, gibt es ganz unterschiedliche Snippet-Längen von 80 bis 160 Zeichen bis 400. Warum ist denn das nicht definiert? Das schafft da nur Rechtsunsicherheit. Wir haben es ja jetzt mit einem unbestimmten Rechtsbegriff geregelt. Das ist etwas, was unserem Recht immanent ist. Wir tun das an vielen Stellen. Andere Leistungsschutzrechte kennen das auch. Das Leistungsschutzrecht der Datenbankhersteller spricht von wesentlichen Teilen einer Datenbank und unwesentlichen Teilen. Das ist offen. Man schreibt keine festen Zahlen ins Gesetz. Natürlich kann darüber Streit entstehen, was gemeint ist. Das ist auch klar. Und wenn sich die Parteien streiten, wird es vor Gericht entschieden. Aber das ist ein üblicher Weg. Herr von Notz, mal unabhängig davon, wie man das definiert, fangen wir mal vorne an. Google verdient tatsächlich viel Geld damit, dass sie Presseerzeugnisse einstellen und gleichzeitig Werbung. Ist denn das in Ordnung? Naja, die Verlage haben ja auch was davon. Ein Großteil des Traffics der Menschen, die auf die Verlagsseiten kommen, kommen über Suchmaschinen. Und insofern ist das durchaus auch positiv für die Verlage. Das Problem jetzt mit dem Gesetz ist im Grunde eben gut beschrieben worden. Man hat die eigentliche Arbeit outgesourced an die Juristen, an Richter, an Anwälte. Und man wird jetzt 5 bis 7 Jahre, bis man höchstrichterliche Rechtsprechung hat, dazu, was kleinste Teile sind, wird man Rechtsunsicherheit in Deutschland haben. Und das ist schlecht für den IT-Standort. Deutschland. Genau, und da muss ich noch mal nachfragen. Sie haben das zwar gerade ein bisschen versucht darzustellen, aber zum Beispiel der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Herr Kauder, das ist der Bruder von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, auch von der CDU, der sagt, hier sind so viele Rechtsunsicherheiten drin, ich werde da nicht mitstimmen können. Und da gibt es ja die Netzpolitiker in der CDU-CSU-Fraktion, gerade junge Leute, die sagen auch, so geht das nicht. Also ist dieses Gesetz nicht etwas überhastet jetzt noch mal geändert worden und heute überhastet hier zur Abstimmung? Also Herr Kollege Kauder hat sich sehr intensiv mit dem Gesetz beschäftigt, hat viele Fragen dazu gehabt. Wir sind darauf auch eingegangen und gerade durch die Änderung hat Kollege Kauder am Dienstag in der Fraktion erklärt, dass er dem Gesetz zustimmen wird. Insofern ist das auch ein ganz normaler Prozess, dass man darüber berät. Wir sind eben der Auffassung, dass mit der Ausnahme der kleinsten Teile eine Regelung geschaffen wird, die ins Urheberrecht passt. Beim klassischen Urheberrecht, beim Werk, kennen wir ja auch die sogenannten Schranken und das machen wir jetzt eben auch beim Leistungsschutzrecht. Und Herr Kauder wird zustimmen. Bei allen Diskussionen, die sich ums Internet drehen, da heißt es immer, wir können nichts sperren, wir können nichts lizenzieren. 56% der Deutschen sind nach einer Allensbach-Umfrage der Meinung, dass eben kein kostenloses Internet zur Verfügung gestellt werden soll, dass geistige Eigentum eben geschützt werden soll. Wenn man das bei der jungen Zielgruppe anguckt, bis 29, dann sieht das ganz anders aus. Haben junge Leute so ein bisschen den Trend dahin zu einer Gratiskultur? Das finde ich überhaupt nicht. Es wird heutzutage für Content, für Inhalte mehr Geld ausgegeben als jemals zuvor, gerade von jungen Menschen. Denen nun zu sagen, ihr gebt zu wenig Geld aus für Inhalte und für Konsum, ist etwas bizarr. Das Problem ist, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Die Digitalisierung verändert einfach auch unser Medienverhalten. Es wird im Netz viel Geld verdient. Man müsste eigentlich erwarten, dass diejenigen, die Inhalte dort anbieten, eben eigene Geschäftsmodelle entwickeln und nicht um Leistungsschutzrechte bitten, sondern eigene Geschäftsmodelle, wie sie selbst Geld verdienen können im Internet. Denn sie werden jetzt durch dieses Leistungsschutzrecht eben, wird ihnen nicht geholfen. Warum auch? Vom Deutschen Journalistenverband bis hin zum BDI, alle großen Internetverbände, Bitkom, Eco, alle stellen sich gegen dieses Leistungsschutzrecht auf und wollen es nicht. Und insofern wird man hier mit diesem Gesetz überhaupt gar keine Abhilfe für das von Ihnen beschriebene Problem finden. Ja, das ist in der Tat richtig. Der DJV zum Beispiel hat auch kritisiert. Es wird ja auch immer das Argument gebracht, dass gerade die Verlage diese Texte ohnehin ins Netz stellen und diese Texte dann per se frei seien.
Das ist ja richtig, dass die Verlage diese Texte ins Netz stellen, aber es geht ja darum, ihnen ein Recht zu vermitteln. Nur weil ich etwas frei einstelle, heißt es ja nicht, dass ich es gänzlich freigeben muss. Und früher war es eben bei den Verlegern anders. Sie brauchten kein Leistungsschutzrecht in der Printwelt, weil sie den gesamten Vertriebsweg bis zum Endkunden in einer Hand hatten und beherrscht haben. Das hat sich durch die Digitalisierung, durch das Internet verändert. Insofern hat Herr Kollege von Notz da auch vollkommen recht. Es ist ein Umbruch, der im Wirtschaftsraum Internet stattfindet. Und wir sind eben der Auffassung, dieser Wirtschaftsraum muss dann auch geordnet werden. Und das tun wir mit dem Leistungsschutzrecht. Geordnet werden. In Frankreich zum Beispiel ist man einen anderen Weg gegangen. Da zahlt Google 60 Millionen in einen Fonds ein und hilft den Verlagen mit Werbeanzeigen. Es wird ja auch immer so dargestellt von Seiten der Internet-Community, dass das überhaupt kein Problem darstellt und Google damit auf Gegenseitigkeit Geld verdient. Aber scheinbar hat Google doch das Interesse, sich auszusöhnen mit den Verlagen und gibt ja auch viel Geld in Frankreich. Warum wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland? Na, bitteschön. Also wenn die Verlage was mit Google aushandeln, umso besser. Hier reden wir ja darüber, dass das im Deutschen Bundestag ein Gesetz dafür entschieden werden soll. Wenn sich zwei Konzerne oder mehrere Konzerne auf irgendetwas verständigen, bitteschön, das können sie gerne tun. Etwas wie das Leistungsschutzrecht gibt es nirgendwo auf der Welt. Wir sind das erste Land, das versucht, so etwas zu machen und dann auch noch so halbgar. Das wird sich am Ende des Tages nicht bewähren und auszahlen. Und Sie haben vor allen Dingen das Problem, selbst wenn es in 5 Jahren, wenn die höchstrichterliche Rechtsprechung da ist, zu Lizenzvereinbarungen kommt, wird es die großen Stärken und die kleinen Schwächen, und zwar sowohl auf Verlagsseite, weil nur die großen Verlage interessant sind für die Suchmaschinen, überhaupt mit denen Verträge abzuschließen, und dann fallen die ganzen kleinen Verlage durch das Raster. Und auch bei den Suchmaschinen wird es so sein, dass es die großen, die Google stärkt und nicht die kleinen. Diese haben nämlich überhaupt nicht das Kapital, um diese veränderten Einstellungen, die das jetzt dieses Gesetz erfordert, vorzunehmen. Und deswegen hören Sie von allen kleinen Suchmaschinenbetreibern, der Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird der Tag sein, an dem wir unsere Dienste in Deutschland einstellen. Und das führt also auch zu einer Monopolisierung in diesem sensiblen Bereich der Suchmaschinen. Insofern ist dieses Gesetz einfach schlecht. Ja, vor allen Dingen hat das Gesetz, wie ich finde, den Nachteil, dass eben so viele Fragen offen bleiben, auch juristisch. Sie haben das gerade mit den Snippets ein bisschen versucht zu erklären. Große Ängste herrscht ja auch zum Beispiel beim Privatverbraucher. Trifft mich das auch privat? Können die Verlage mich dann verklagen? Also da sehen wir es so, dass der gesamte Bereich von Social Media für den Nutzer, für den privaten Nutzer, weil das Gesetz zwischen gewerblich und privat ja auch unterscheidet, nicht einschlägig ist. Und wir hatten diese Woche am Montag noch mal eine Anhörung im Unterausschuss Neue Medien, gerade auch zu technischen Fragen. Und da hat der Sachverständige, der von der Opposition eingeladen worden ist und von daher unverdächtig ist, das Gesetz gut finden zu sollen, ganz klar erklärt, dass eben dieser Bereich eindeutig ausgenommen ist. Herr von Notz, wie werden Sie sich heute im Bundestag verhalten? Und ist das Gesetz Ihrer Meinung nach in irgendeiner Art noch zu retten, wo die Opposition sagt, da könnten wir dann mitstimmen, wenn wir es da und da ändern? Nein, das Gesetz ist nicht zu retten, und das ist ein bisschen das Zynische an dem Verfahrenstag heute. Es wird versucht, einfach ein Stichwort abzuhaken aus dem Koalitionsvertrag, nämlich das Stichwort Leistungsschutzrecht. Völlig egal, was man darunter versteht. Und dann hofft man darauf, dass es die Juristen klären oder der Bundesrat oder der Vermittlungsausschuss. Und man wird aus diesem schlechten Gesetz kein Gutes machen können. Insofern ist es traurig heute. Ja, zweite und dritte Lesung heute, und ich habe es vorhin gesagt, viele in der Union sind auch der Meinung, dass dieses Gesetz nicht gut ist. Kauder hat schon gesagt, Siegfried Kauder, er stimmt nicht mit. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, das heute hier zur Abstimmung so vorzulegen? Also wir haben das ja auch in der Fraktion beraten und es ist abgestimmt worden und da war eine große Mehrheit dafür. Ich sagte eben schon, Kollege Kauder hat in der Fraktionssitzung erklärt, dass er dem Gesetz zustimmen wird, Siegfried Kauder. Und von daher gehe ich davon aus, dass das Gesetz heute auch in zweiter und dritter Lesung beschlossen wird. Wir haben mittlerweile Entschließungsanträge zu dem Thema der Oppositionsfraktionen. Das zeigt, dort wird das Problem auch erkannt. Aber es wird eben im Wesentlichen von den anderen Fraktionen bewundert, indem wir handeln und ein Gesetz vorlegen. Herr Hebeling, vielen Dank, dass Sie da waren. Herr von Notz, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das wird